Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ich wollte mal gerade hier hoch. Ich hätte gerne wieder was, was mir die Lebensenergie auffüllt. Und die Schilde. Beziehungsweise die Schilde sind aufgefüllt, aber die Lebensenergie nicht. Ich hatte es so halb aus dem Augenwinkel gesehen, deswegen Munition voll, ja. Und die Lebensenergie ist wieder voll, das finde ich gut. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder irgendwas, wodurch ich die, das ist doch hier unten. Habe ich da irgendwas übersehen? Aber da ist nichts. Sagt mir die ganze Zeit keine relevanten Daten, aber kartentechnisch bin ich genau drauf, wo die Pflanzenprobe sein soll. Oder ist das da hinten? Nee, ich wollte. Das war jetzt sehr stylisch gegen die Wand geflogen. Da hinten, die Pflanze hatte ich gescannt. Muss ich da die Probe von nehmen wahrscheinlich. Ja, okay, das verstehe ich jetzt. War jetzt gerade einen Moment total irritiert, weil ich dachte, Mensch, du hast doch gerade die Pflanze gescannt, aber ich muss ja Proben entnehmen und nicht nur scannen. Ja, schön viele Sachen einsammeln. Zum 5000. Mal hier lang laufen. Aber gucken wir mal, was haben wir denn sonst noch so alles hier. Steine klopfen ist direkt hier nebenan. Irgendwo da oben. Na, da ich in die Richtung eh laufen wollte, ist das ja nicht weiter schlimm. Ich würde auch gerne gucken, was da ist, aber ich werde jetzt erstmal hier diese Steineklopfsache machen. Meine Sensoren registrieren ein Mineral, das nicht in meiner Datenbank steht, Pathfinder. Sollten wir es für Chief Lucan scannen? Es würde seine Geophysik VE deutlich verbessern. Da, Element Zero Probe. Also, Mineralien scannen. Das ist gut. Wenn es nur scannen ist, dann... Ja. Nein. Ich wollte den Scanner wegmachen und die Karte öffnen. Das ist manchmal gar nicht so einfach hier. So, ich denke mal, als nächstes können wir das noch machen. Und dann könnten wir uns zurückbegeben zum Startpunkt hier auf Haval. Denn da wird es ja sicher noch andere Aufgaben dann geben, die wir erledigen können. Oh, es geht runter. Ein Gewölbe. Ah, sehr schön. Hier ist auch noch was. Das brauche ich jetzt zwar gerade nicht, aber... Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist, hier reinzugehen. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Gravitationsschacht. Ich meine, das kennen wir ja schon. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie auf Eos. Ah, Reliktschlund. Ich hatte doch was gesehen. Erinnerungspunkt. Der war doch irgendwo da unten. Fragen, ob ich alleine bin. Ich hätte ein wenig Angst. Gucken wir mal. Aha. Hier bin ich. Da. Ich glaube, da muss ich tiefer. Mal gucken, ob das überhaupt geht.
Stimmt, wir hatten ja auch schon so viel freigeschaltet, dass wir da, oder so viele gefunden, dass wir jetzt wieder was Neues freischalten können. Aber das ist immer gut, glaube ich, hier ganz viel freizuschalten von den Erinnerungen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte in Deckung gehen. Und mir das mal... Phoebe, erschreck einen doch nicht so. Das hier ist alles funktionierend, ne? So wie es auf... Oh! Auf Eos auch hätte sein müssen. Oh Gott, was tue ich hier gerade? Massig Ärger. Scheiße. Die finden das nicht gut. Oh, oh. Oh, shit. Ich glaube, ich lasse die Pfoten davon. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass wir hier schon sein sollten. Das ist wieder so ein... Das Bauchgefühl sagt mir... später. Viel später. Da ist noch wieder so ein Ding, was wir wahrscheinlich scannen können. Genau. Adaptives Reliktkerngerät. Ist aber funktionierend, ne? Katalogisierung der Möglichkeiten und Fehlergrenzen der Relikte. Analyse. Die Anpassbarkeit dieses seltenen Geräts liegt nahe, dass es andere Reliktsysteme auf eine Art und Weise aktiv überbrücken kann, die für uns noch nicht emulierbar ist. Es bietet signifikantes Forschungspotenzial für Technologien der Initiative. Ja, sehr schön. Selbst wenn ich hier jetzt sonst nichts machen kann, haben wir ja immerhin schon ein bisschen was herausgefunden. Ein Behälter. Den nehmen wir auch mal mit, den Inhalt. Ein Relikt-Prozessorkern. Das heißt Zeug, was wir verticken können. So. Dann gehen wir mal wieder den Gravitationsschacht rauf. Denn, also wie gesagt, das ist mir zu haarig. Das war mir jetzt zu haarig. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier in das Gewölbe noch irgendwie rein müssen. Weil ja auch nicht alles auf Haval richtig läuft. Also, irgendwann ist das wahrscheinlich unsere Aufgabe, aber jetzt gerade würde ich einfach mal sagen, nein. Auch wenn ich es spannend gefunden hätte, da unten nach Erinnerungen zu suchen. Wir haben so viele Aufgaben hier. Wir machen jetzt das hier weiter. So. Kümmern uns jetzt um die Daten auf Rashils persönlicher Konsole. Kommen wir hoch? Nö. 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 Laufen wir einmal hier rum, mal gucken. Hier ist schon wieder Nickel. Nee, hier kann man nicht hoch. Möglicherweise schafft man das auch da unten in dem Gewölbe. Aber wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt schon gedacht ist für uns. Und darum bleiben wir einfach mal. Super, dass ich dann nach hinten springe. Sehr gut gemacht. Ich wollte hier hin, weil hier Platin lag. Oh, drei Platin. Das ist aber auch sehr großzügig, dieses Vorkommen. Kann man hier nicht hoch? Ich möchte hier hoch. Muss ich jetzt hier einmal ganz rumlaufen? Und ganz rumlaufen? Sehe ich das richtig? Wow. Autsch.
war jetzt ein bisschen mehr durch, ja. Hier ist auch nochmal Nickel. Also Nickelvorkommen sind hier überall. Platin sind auch, aber nicht ganz so viele. Mal gucken. Das ist doch wieder ein Behälter. Die Dinger erkenne ich nicht so direkt als Behälter, muss ich gestehen. Die sehen für mich immer so ein bisschen random aus. Also einfach nach irgendwelchen Ansammlungen. Hier war doch auch was. Ich habe das Scanner-Symbol gerade gesehen. So aus dem Augenwinkel. Das ist irgendwas, was wir scannen können. Irgendwas ist hier. Bin total sicher. Ich bin mir aber doch so sicher. Ich möchte mir auch wirklich sicher sein. Naja. Okay, weiter geht's. Ich nehme jetzt nicht jedes Nickel-Vorkommen mit. Ich weiß, shocking, aber... Bei Nickel bin ich jetzt mal großzügig. hier geht's weiter. Hier ist auch noch irgendwie ein... Was ist das? Bin ich hier schon? Ach so, nee, ich bin jetzt schon hier an der Stelle. Nee, das will ich ja nicht. Das will ich nicht. Das ist ja alles viel kleiner, das Gebiet, als ich es irgendwie gedacht hätte. Das war relativ nah beieinander, die Sachen, aber hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, denn das war schon eine. Das sieht hier alles immer so groß aus. Oder es ist auch relativ weitläufig. Müssen wir den jetzt da hoch? Behälter. Behälter finde ich immer gut. Reliktprozessorkerne. Ich habe so viele Prozessorkerne. Ich müsste mir meine eigenen Relikte zusammenbauen können. Wobei, das wahrscheinlich nicht... zu empfehlen ist. Meine Herren, ey, zwei Vorkommen. Wahnsinn. Also Nickel, ne? Hier spricht Rachel Veer. Sie nähern sich den Überresten meines Hauses. Ich registriere mehrere Lebensformen in dem Bereich. Ihre Bewegungen wirken unruhig und aufgeregt. Ich glaube, wir haben ein Nest aufgescheucht. Ganz groß. Das sind die Getarnten, ne? Okay, ja. Ich nehme das mal. Ja, ich hätte echt gerne eine bessere Pistole. Ja, ist ja gut. Ich möchte ja hier auch. Pathfinder, der Datenkern des Computers ist irreparabel beschädigt. Rachel, hier Ryder. Wir sind in Ihrem alten Zuhause, aber Ihre Forschungsdaten haben nicht überlebt. Die ganze Mühe und das Risiko umsonst. Tut mir leid. Ja, und jetzt? Kann ich das jetzt... Nein. Ja, mich hat irgendwie was angespuckt und ich kam da aber auch nicht raus. Das war total irritierend. Gut, erstmal alle Gegner ausschalten. Da. Ich hab's gesehen. Jo. Mal den Nahkampf auch machen. Ist ja nicht so, dass wir den nicht auch hätten. Okay. Ja, ich habe schon wieder okay gesagt. So. Naja. Es ist zwar dumm, aber gut. Wenn es passiert, passiert's.
Machen wir es nochmal. Pathfinder, der Datenkern des Computers ist irreparabel beschädigt. Rochelle, hier Ryder. Wir sind in Ihrem alten Zuhause, aber Ihre Forschungsdaten haben nicht überlebt. Die ganze Mühe und das Risiko umsonst. Tut mir leid. Nehmen wir das. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Sie sich im Moment fühlen. Ich hätte mir keine Hoffnung machen sollen. Hatten Sie keine Backups? Doch, natürlich. Aber die wurden zusammen mit dem Netzwerkspeicherzentrum der Stadt unter der Erde begraben. Selbst wenn Sie einen Zugang an der Oberfläche finden würden, wären die Chancen, etwas zu retten, minimal. Mir reicht völlig, dass es eine Chance gibt. Versuchen wir's. Die Übersetzung war nicht ganz vollständig, aber ich erkenne Optimismus, wenn ich ihn höre. Ich kann Sie grob in die Richtung führen, wo das Netzwerkspeicherzentrum früher war. Sie müssen nach einem freiliegenden Netzwerkknoten suchen. Ich warte. Danke, Pathfinder. Ach ja, wir sind halt, ne? Wir sind halt die Besten. Das meinte ich jetzt nicht ironisch. Kein bisschen. Wir sind einfach die Besten. Integrierter Knoten. Aha. Okay, das war's. Ich habe schon wieder okay gesagt. Ich könnte meine Strichliste führen, wie oft ich okay sage. Ich kann es aber auch lassen. Da hat doch immer da ist ganz kurz irgendwie ganz kurz blippt immer das Scan-Ding auf unten in der Ecke. Das G für den Scanner. Ja, ich gehe mal erstmal Munition holen. Munition holen. So. Mal auf den Scanner. Ist ja noch irgendwas, was wir übersehen haben. Nui! Ich wollte eigentlich nicht hier die ganze Zeit rumscannen. Ich wollte sie tot scannen. Guck mal hier. Du kannst doch auch Nahkampf. Guck mal Nahkampf. Übel. Also die Viecher sind wirklich übel mit ihrer Tarnfähigkeit. Die machen mich irre. Also in der Hinsicht ist Tawal wie Habitat 7. Da hinten ist aber auch so ein... so eine Station von uns. Nee, ich möchte meine Waffe nicht halftern. Ach, da sind wir an dem, wo das gebrannt hat. Pathfinder, ich habe Energiewerte geortet, die zu einem aktiven Netzwerkknoten passen. Auf der Oberfläche? Das werden wir herausfinden. Das nicht. Ich habe etwas Neues. Ja, da ist doch hier was. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ich habe gerade den Scanner an. Da! Computer. Na. Netzwerkverbindung wurde hergestellt. Ich melde mich an. Suche. Ich habe sie gefunden. Die Forschungsdateien werden heruntergeladen. Und... das war's. Sie haben es geschafft. Nicht allein. Wir haben es geschafft. Gemeinsam. Wenn wir diese Daten sicherstellen konnten, können wir vielleicht auch auf alles zugreifen, was bei der Katastrophe verloren ging. Ich werde meine Kollegen informieren. Sie haben etwas Unglaubliches vollbracht, Pathfinder. Ja, sehr schön. Das ist gut. Unsere Lebensfähigkeit hier auf Haval erhöht sich. Finde ich sehr gut. Okay. Nun! Haben wir aber echt nur noch das. Mhm.
Da laufe ich jetzt hin. Ja, ich porte da jetzt nicht hin. Ich wollte gerade dahin porten, bis mir auffiel, dass es ja direkt hier um die Ecke ist. Weil wir ja hier mit dem Typen gesprochen haben, als wir hier rausgekommen sind. Ja, ja. Sind hier noch ein... Irgendwie hat hier gerade die Steuerung merkwürdige Anwandlungen. Ich kann nicht richtig um Kurven laufen. Das läuft so komisch eckig. Das war seltsam. Ja. Zen Vivi Talk to her. Mal gucken. Du fühlst dich kein bisschen anders? Ich glaube nicht. Warum? Du etwa? Ich bin ein bisschen benebelt, aber das könnte auch einfach nur an der Müdigkeit liegen. Ja, mhm. Sie haben nicht gelogen. Kieran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Also schlimm war es gar nicht. Ganz ehrlich, nach allem, was Sie erlebt haben, hätte ich es sogar verstanden, wenn Sie auf mich geschossen hätten. Aber wir alle sind froh darüber, dass das nicht passiert ist. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam müssten Ephra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Genau das hatte ich nämlich irgendwie... Also, sie hat noch irgendwie gesagt, dass da manche Sachen nicht so ganz funktioniert haben, oder? Habe ich das falsch? Sehr schön. Wir sprechen jetzt mit ihr. Wir stehen da gerade. Sie sagten, der Planet würde verfallen? Ja, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber Havarl ist krank. Es hat hier begonnen. Mit unkontrollierten Mutationen organischer Lebensformen. Einige wurden getötet, andere in Gift verwandelt. Jetzt bemerken wir dasselbe auch an anderen Orten. Das Ökosystem des Planeten bricht langsam aber sicher zusammen. Und der Grund dafür sind die Monolithe. Es gibt nur zwei von ihnen, obwohl es drei sein müssten. Das werde ich jetzt nicht sagen, aber das hier. Aber es gibt hier so viel Leben. Ihr Gewölbe muss also funktionieren. In gewisser Hinsicht vermutlich schon. Aber die Monolithe verbreiten die Anweisungen des Gewölbes über den gesamten Planeten. Und da nur zwei von dreien aktiv sind, geraten die Anweisungen aus dem Gleichgewicht. Und somit auch das Leben hier. Wir haben nie versucht, die Weisen zu fragen. Vielleicht gibt es in ihren mündlichen Überlieferungen ja irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Bei den Sternen. Diese abergläubischen Einsiedler interessieren sich nicht für die Angara von heute. Das wissen sie genau. Sie kennen doch die Überlebensprognosen des Planeten. Was haben wir schon zu verlieren? Weise? Mündliche Überlieferungen? Sie leben in Mitrava, dem Reliktgebäude dort drüben. Ihre Familien haben sich angeblich direkt nach dem Auftauchen der Geißel dorthin zurückgezogen. Sie glauben, ihre Abgeschiedenheit würde die Reinheit der Chroniken bewahren, weil sie eine Kontamination durch modernes Denken verhindert. Unfassbar. Ihnen ist vermutlich nicht einmal klar, dass Havarl stirbt. Und falls doch, ist es ihnen wahrscheinlich egal. Selbst wenn uns ihre Weisen nicht weiterhelfen können, schadet es doch auch nicht, sie zu fragen, oder? Auf dem Pfad nach Mitrava wimmelt es von Relikten. Die meisten von uns wagen es nicht, dorthin zu gehen. Aber sie könnten es vielleicht schaffen. Folgen Sie einfach dem Strom der Relikte und bleiben Sie am Leben. Ich würde es bedauern, wenn Ihnen auf der Jagd nach einer uralten Legende etwas zustößt. Ja, ich glaube immer, dass die deutsche Synchro länger braucht, als die Videos sind von der Dauer. Das gucken wir mal gerade. Forschungszentrum. Vielleicht können wir ja hier... ich war... Da, N7. Da, genau. Ich habe den ersten N7 Brustpanzer geforscht. Wie viele Punkte haben wir? 505. Wie viel brauchen wir? Immer? Stimmt, für die erste Stufe glaube ich immer 50. Ja.
Ja, ich möchte die N7. Es ist. Das ist. Ja. Das ist halt. Nee, es ist Nostalgie und so. Im Augenblick pausiere ich ja mein normales Mass Effect Let's Play. Ich habe es noch gar nicht reingeschrieben. Das müsste ich vielleicht auch mal tun. Eben wegen dieses Spieles hier. Aber ich werde natürlich irgendwann auch wieder zurückgehen zu Mass Effect. Einfach weil ich das... Ne? Ich mag es halt einfach total gern. Was ist das denn? Relikt? Oh, wir haben... Boah, was? Wir haben 860 Reliktforschungspunkte? Was gibt es denn da für Panzerung? Cool. Auch nicht schlecht. Das kostet gleich 100. Hui. Ja. Machen wir mal. Coole Sache hier. Gesundheitsregeneration sind Schildreiter. Oh, nice. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist egal. Ich möchte auf jeden Fall die Reliktsachen mal dann... Sollen wir mal gucken, was wir dann da so für brauchen. Das wäre ja total spannend. Auf jeden Fall jetzt einmal alles forschen. Und dann gucken wir gleich mal, was man da an... Zutaten braucht, ne? Zutaten, ihr wisst schon. Nicht Materialien, nein, wir brauchen Zutaten. So, Waffen. Was gibt's denn hier? Präzisionsgewehr. Bauplan Ultra selten. Woher haben wir das? Warum haben wir das? Der Bauplan wird im Entwicklungsbereich. Ja. Ist doch immer so. Verbesserung. Haben wir da auch? Wir haben Dinge für. Ja. Das finde ich gut. Haftgranatenwerfer. Auch nicht schlecht. Boah, Magazin ist 60% verkleinert, aber wir brauchen keine Munition finden. Das ist ziemlich cool. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das forsche ich jetzt einmal. So, jetzt möchte ich gerne von der Forschung in die Entwicklung. Mal gucken. So, gucken wir doch mal, was wir hier an Brust entwickeln können. Nee, den wollen wir nicht. Pathfinder, nee. Obwohl der Dreier... Habe ich den gefunden oder habe ich den irgendwie... Ach, das war der... Pathfinder 2, ja. Was fehlt uns denn da? Den könnten wir sogar schon machen. Was tut der denn? Schadenswiderstand plus 10 Waffenpräzision. So, aber ich hatte ja eigentlich hier geforscht den... N7-Panzer. Und da fehlen uns halt noch Dinge für. Was ist denn hier? Da. Reliktbrustpanzer. Was fehlt uns da? Uran. Aber wir sind auf dem Weg. Cool, den Rest haben wir nämlich richtig viel. Also genug, sag ich mal. Vor allem das Reliktpolymer haben wir auf jeden Fall genug. Titan haben wir auch noch ein bisschen was. Der sieht ja mal echt cool aus. Und beim N7, da fehlt uns auch noch etliches. Was haben wir denn jetzt gerade eigentlich von der... wir haben die hier, ne? Die Scavenger-Rüstung gerade an.
Production in 7 hier draufstehen, ne? Pathfinder Brustpanzer 2. Wir hatten aber doch, glaube ich, gerade auch Pathfinder. Ah ne, wir haben die Weltraumforscher. Nee, Weltraumforscherpanzer. Was? Nee, das ist doch der Anfangsdingens. Hier, ich wollte die oberste mal gerade. Wir hatten doch hier ganz oben. Warum kann ich das nicht hoch? Da, Pathfinder, Brustpanzer 2. Ich wollte das hier mit hochscrollen. Das funktioniert irgendwie gerade nicht. Abbrechen. Machen wir mal abbrechen. Aber ich meine nämlich, ich hatte hier da Initiative 3. Pathfinder 3. War das nicht das, was die gemacht haben uns für die... Können da auch noch Verbesserungen? Können wir da Verbesserungen... Was ist, welche Leertaste? Ah! So, Biotik-Auflademotempo, Kraftauflademotempo, kinetische Spule. Wir könnten eigentlich alles einmal machen. Finde ich irgendwie ziemlich cool. Machen wir doch mal, bis wir soll ich dem Ding einen Namen geben? Nein, ich gebe dir keinen Namen. So. Das ist die Brustpanzerung. Jetzt gucken wir mal, ob wir auch einen Pathfinder Helm können wir auch machen. Keine Verbesserung verfügbar. Mist. Können wir aber immer noch später machen. Ja. Machen einfach mal die komplette Pathfinder 3 Rüstung vielleicht. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Können wir nicht mehr. Was fehlt uns? Platin. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Platin hier, ne? Und so. Okay, gut, ja, geschafft. Was ist das? Oh. Update. Übersetzt aus dem Shilesh. Pavua, Kiran. Freut mich zu hören, dass die Cat ihren Forschungsposten nicht erreicht haben. Wir haben dieses Glück hier nicht. Sie überlaufen die alten Tempel förmlich und versuchen, die Relikttechnologien zu zerlegen. Wir versuchen, sie zurückzuschlagen, aber selbst mit den Verstärkungen des Widerstands sind es einfach zu viele. Der Commander hat den Rückzug angeordnet. Ich weiß, sie hat ein Auge auf diese Tempel geworfen, aber wir können nichts tun. Wir riegeln das Gebiet ab. Niemand geht hinein, nichts kommt heraus. Seien Sie vorsichtig, Kiran, die Welt ist hart. Garrett. Oder Garrett, keine Ahnung. Absturzstelle. Louis. Vielen Dank, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Meine derart gut erhaltene Absturzstelle. Ich würde alles geben, um Sie zu sehen. Ich werde versuchen, jemanden zu schicken, der fähig genug ist. Sie wird vermutlich gut bewacht. Und bitte sorgen Sie dafür, dass Torvar nichts davon erfährt. Ich weiß, dass er es sich selbst ansehen wollen würde, aber er kann mit den Gefahren nicht umgehen. Ich würde mir niemals verzeihen, wenn er bei dem Versuch zu helfen Schaden nimmt. Passen Sie da drüben auf sich auf und ich wünsche Ihnen immer sonnige Himmel, Avila. Schwieriges Anliegen, übersetzt aus dem Shilesh. Kiran. Sie haben sicher von dem Angriff auf Anlage 7 gehört. Der Verlust von Dr. Very Sharp war ein schwerer Schlag für die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft. Und nun sind viele der Forscher von Anlage 7 auf der Flucht und brauchen einen neuen Posten. Die meisten werden nach Aya gehen, um sich zu erholen, aber einige werden auch hier auf Haval weiterarbeiten wollen. Ich habe ihr Lager als geeigneten Übergangspunkt empfohlen. Ich weiß, dass die Ressourcen knapp sind, aber ihr Lager ist das einzige, das die Cat ignoriert haben. Ich will diese Leute nicht so kurz, nachdem sie den Tod ihres Vorgesetzten miterlebt haben, in Gefahr bringen. Und sie können die Hilfe bei ihrem Monolith-Projekt bestimmt brauchen. Denken Sie darüber nach und geben Sie mir bis morgen Bescheid. Passen Sie auf sich auf, Mendal. Pass auf dich auf. Kiran, du bist in Sicherheit, oder? Ich habe gehört, dass die Cat wieder die alte Stadt angegriffen haben. Ich weiß, dass du auf der anderen Seite des Planeten bist, aber das ist immer noch zu nah. Mit der Fauna und den Relikten ist Haval ein äußerst gefährlicher Ort. Mali und Nestar machen sich Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen um dich. Deine Arbeit ist wichtig, das weiß ich, aber versprich deiner alten Mutter, dass du auf sie hörst, wenn der Widerstand dich evakuieren will. Ich will nichts von diesem Unsinn hören, dass das Wissen das Risiko wert ist. Ich habe zu viele deiner gebrochenen Knochen geflickt, als du ein Kind warst. Gönn mir wenigstens im Alter Ruhe. Deine Mutter, die dich vermisst. Bericht aus Aya. Rachel. Nein, Rachel? Rachel? Ich will mal Rachel aussprechen.
Ich hänge die Daten an, die wir bei unseren Bemühungen auf Aya gesammelt haben, die Geißel zu kartografieren. Wir haben bei unseren Forschungen einige Unregelmäßigkeiten gefunden, hauptsächlich Staub, aber vielleicht wollen Sie es sich ja ansehen. Wenn das Material nicht zu anderen Welten in Helios passt, würde es Ihre Theorie zu Kolonialwelten stützen. Natürlich ist das alles Spekulation. Sie müssten jemanden rausschicken, um Proben zu nehmen. Aber ich dachte mir, es wäre ein Versuch wert. Wenn wir das Geheimnis unserer Vergangenheit ergründen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Mögen die Sterne Sie leiten, Mariko. Mhm. Ja, den Zufluchtszugang finden. Aber ich bin in Gefahr. Eine Pflanze hat mein privates Shuttle in Stücke gerissen. Ich hätte drin sein können. Können wir nochmal mit ihm reden? Über irgendwas? Ja. Nein. Okay. Ich will Sie nicht länger stören. Sehr gut. Achten Sie da draußen auf die Pflanzen. Die sind fies. Ja. Tun wir. Und besonders in der nächsten Folge tun wir das dann, denn die Folge ist jetzt schon wieder am Ende angelangt. Wir haben immerhin einen Teil unserer neuen Pathfinder 3 Rüstung. Das war das Wort zum Ende der Folge von meinem Hund. Super. Danke, Kaelin, für das Wort zum Folgenende. Und ja, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Wir sammeln Platin für die Rüstung. Ja, und natürlich versuchen wir weiter hier auf Haval den Leuten zu helfen. Und müssen dann irgendwann einmal zurück zur Tempest, um mit dem Anführer des Widerstandes zu sprechen. Und das alles in den nächsten Folgen, denke ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Falls nein, schreibt es ruhig in die Kommentare. Kommentiert auch gern, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge mit dabei seid. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.